Ja, Mama. Hi, Larry. Hi, Bill. Hier ist die Post. Mehr hast du nicht zu bieten? Diesmal leider nicht. Wann kommst du wieder vorbei, Bill? Bei der nächsten Tour. Am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, aber ich weiß noch nicht wann. Ist doch ganz hübsch hier bei uns, hä? Ja, besonders die Frauen. Haben Sie wirklich keine Post für mich? Ist nichts dabei. Ich meine ja nicht heute, vielleicht schon früher, bevor ich gekommen bin. Und Sie haben es aus Versehen in ein falsches Fach gelegt. Das kommt bei mir nicht vor. Vielleicht Ihre Frau? Ich bin nicht verheiratet. Hm. Könnte es verloren gegangen sein? Wie lange drückst du dich jetzt eigentlich hier schon rum und wartest auf deinen Vater oder auf eine Nachricht von ihm? Gestern waren es 3 Wochen. Ja, in der Zeit hätte er ja wirklich mal was von sich hören lassen können. Das stimmt schon, aber er hat eine große Ranch, da gibt's immer viel zu tun. Umso besser. Das ist kein Land für Leute, die nichts in der Tasche, nichts im Bauch haben. Haben Sie recht. Ja. Hier! Jody! Ha! Wie geht's dir denn, mein Junge? Gut, dir auch? Ja, das ist mein Freund Jay-Z. Hallo. Tag, Jody. Das sind Grayson und Horn. Hi. Ist sonst alles in Ordnung? Ja. Freut mich zu hören, mein Junge. Also komm. Schönes Tier, das du reitest. Werden dir das gekauft? Ich? Hast du es auch selber bezahlt? Ja. Sattel, Zaumzeug und ein paar neue Schuhe noch dazu. Deine Mutter hatte auch so eine gute Nase. Das hat sie bewiesen, als sie mir den Laufpass gegeben hat. Hat sie noch irgendwas gesagt oder was hinterlassen? Nein, so viel ich weiß nicht. Sie hat viel Schmerzen gehabt. Ja, schweres Leben, schwerer Tod, so geht's den meisten von uns. Wir haben uns nie besonders gut verstanden, ehrlich gesagt. Aber eins muss ich zugeben, Sie waren ein feiner Kerl. Und du bist ja auch nicht schlecht geraten, habe ich das Gefühl. 19 bist du jetzt, hm? Ja. Ah, was habe ich dir gesagt, Jay-Z? Der passt zu uns. Muss er doch, Dick. Ist ja dein Sohn. War trotzdem verdammt riskant, seinetwegen den Umweg zu machen. Ach, halt's Maul. Komm, beeilen wir uns ein bisschen. Was ist denn los? Die ganze Zeit habe ich schon so ein komisches Gefühl. Jetzt weiß ich warum. Da ist er. Das Einzige, was sich bewegt. Meinen Sie die Staubwolke da hinten? Fragt sich, ob es ist. Das ist er bestimmt. Wer denn? Santee, der beste Mann in seiner Branche. Auf unsere Köpfe ist eine Belohnung ausgesetzt. Und der Bursche will sich natürlich das Geld verdienen. Dass der unsere Spur findet, hätte ich nie im Leben gedacht. Hast du vielleicht geglaubt, der gibt vorher auf? Jeder Mensch macht irgendwann mal einen Fehler, Jay-Z. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir trennen uns. Ihr beide bleibt bei mir. Vielleicht schaffen wir es. Was? Du willst abhauen? Das ist doch bloß ein einzelner Mann. Aber was für ein Mann? Anscheinend haben wir ihn abgehängt. Sein Gewehr hat eine größere Reichweite als unsere Waffen. Vergiss das nicht. Der kann einen nach dem anderen von uns abknallen. Wir müssen auf jeden Fall vor Grayson und Horn durch den Fluss. Kommt schon. Bringt uns einen kleinen Vorsprung. Das haben wir ja prima geschafft, Dick. Jetzt wird er erstmal die beiden Kameraden verarzten. Hast du das mit Absicht gemacht? Ein saftiger Köder auf der Spur ist der beste Trick, Junge. Jetzt wollen wir mal sehen, ob er so clever ist, wie sie alle erzählen. Los, vorwärts! Hier bleiben wir. So, jetzt warten wir auf ihn. Die Hauptsache ist, dass wir vom Fluss weg sind. Gib mir ein Gewehr. Du brauchst keins. Ich habe das Recht, mich zu verteidigen. Willst du genauso anfangen wie ich? Was soll ich denn sonst tun? Ich bleibe, ich gehöre zu dir. Wenn du zu mir gehörst, tu, was ich sage. Bring jetzt die Pferde in Deckung und bleib bei ihnen. Wenn die Schießerei vorbei ist und ich dich nicht rufe, dann reite so schnell wie möglich weg. Und was ist mit dir und J.C.? Wir brauchen dich nicht. Ich soll dich im Stich lassen? Ach was, du sollst das tun, was jeder tun muss. Ein Mann werden. Das muss man allein. Und jetzt verschwinde, bevor hier der Ärger anfängt. Kommt. Ich finde, dein Junge ist okay. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ich bin auch überrascht, dass er sich so entwickelt hat. Wieso hast du ihn weggeschickt? Ich habe genug Männer sterben sehen. Freunde und Feinde. Hat mir nie was ausgemacht. Aber mein eigener Sohn? Ach, man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Hm. Ruhig. Dick? Jetzt nicht. Ich habe nie ein Kind gehabt, soweit ich mich erinnere. Männer haben keine Kinder. Dafür haben wir die Frauen. Das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Tot oder lebendig? Willkommen wäre wohl nicht das richtige Wort, Santee. Nein. Ich habe versucht, Ihnen aus dem Weg zu gehen. Sie haben es aber nicht geschafft. Scheint so. Wer ist der Junge? Das ist mein Sohn. So. Rufen Sie ihn her. Ich brauche die Pferde. Lassen Sie ihn bitte in Ruhe. So wie Sie die Kinder damals bei dem Banküberfall in Ruhe gelassen haben? Ich habe ihn erst heute Nachmittag wieder getroffen. Ich weiß. Ich will nicht, dass es ihm so geht wie mir, verstehen Sie? Sicher. Er soll herkommen. Verdammt nochmal, ich will, dass Sie meinen Jungen aus dem Spiel lassen. Er hat nichts mit all dem zu tun. Ich will, dass Sie ihn sofort herrufen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Reden Sie nicht so viel, rufen Sie ihn. Jody! Bring 2 Pferde her. Das 3. kannst du meinetwegen auch mitbringen. Tu, was er sagt, Jody. Ist gut, Pa. Meins kannst du auch gleich mitbringen. Weg mit der Waffe. Wirf das Ding weg, habe ich gesagt. Sehr vernünftig. Jetzt wirst du vielleicht ein bisschen länger leben. Lange genug, um sie zu erwischen. Willst du mitkommen? Dann kannst du dich wenigstens um die Beerdigung kümmern. Wir kriegen einen Fahrer, eine Predigt und einen schönen Fichtensarg. Alles auf Kosten der Gemeinde, obwohl sie es nicht verdient haben. Also dann. somehow you'll find a way, you'll find a place where you can stay. Look, look to the sun, and as life comes, you'll understand. Stand tall as you can for every man passes this way. Jody, life has begun. Jody, no place to run. Try to be strong, you'll get along. Jody, someday you'll see you can change what will be. You'll travel far, know who you are. Look, look to the sun, and as life comes, you'll understand. Stand all as you can, for every man passes this way. Jody, what will you do? Jody, where will you go? Where do you turn? When will you learn? Komm näher ans Feuer, hier ist ein bisschen wärmer. Wie du willst. Danke. Du beanspruchst dein Glück ganz schön, finde ich. Oh, das finde ich eigentlich nicht. Ist nur so ein gewisser Ausgleich. Was willst du denn jetzt mit diesem Jody Deakes machen? Abwarten. Mal sehen, was er will. Eine kleine Giftschlange ist genauso gefährlich wie eine große. Und eins steht fest, er mag dich nicht besonders gern. Das stimmt, ich kann es ihm auch nicht verübeln. Soll ich ihn ein paar Tage einsperren? Nein, 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 das möchte ich nicht. Ich habe das Recht dazu. Mit diesem Problem muss er selber fertig werden. Dabei kann ihm keiner helfen. Wie du meinst. Willst du vielleicht einen, Ja. Will ich sogar gern. Also ich weiß nicht, langsam werden wir beide alt, glaube ich. Augenblick mal, jetzt sprichst du mehr von dir, habe ich das Gefühl. Kannst du dich erinnern, wie lange das her ist, dass du den Sheriffstern abgegeben hast? Ja, ich erinnere mich. Du hast ihn ja von mir übernommen. Aha. Und ich gebe ihn ab. Bei der nächsten Wahl. Willst du in die Politik? Nein. Sondern? Ich will ein bisschen Vieh züchten, jagen, fischen gehen. Gute Idee. Und Klatsch verbreiten. Das möchtest du gern. Kann ich mir denken. Wird Zeit, dass du auch aufhörst. Noch nicht. Sag mal, wie lange willst du das denn noch treiben? Kannst du dir das nicht endlich mal aus dem Kopf schlagen? Entschuldige, aber ich dachte dabei an Valerie. Ja, ich auch. Ich habe sehr viel an sie gedacht, besonders in den letzten paar Tagen. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Und überleg dir noch mal, was ich gesagt habe. Hör doch endlich auf, immer wieder loszuziehen und sie allein zu lassen. Ist die Rechnung nicht längst beglichen? Ich habe nicht Buch geführt. Pass auf dich auf. Du auch. Willst du mein Pferd satteln? Kommst du dir damit größer vor? Ein bisschen jedenfalls. Genügt dir das bisschen? Im Moment schon. Ich kann warten. Wo hast du denn das Geld dafür her? Ich habe die Pferde verkauft. Das ist ja wohl mein gutes Recht. Die nächsten Angehörigen sind da vielleicht anderer Meinung. Wenn sie welche hatten. Aber an dem Geld klebt wenigstens kein Blut. Geh lieber vor mir, mein Junge. Wieso? Haben Sie Angst vor mir? Ich bin nur vorsichtig, weiter nichts. Was ich fragen wollte, haben Sie eigentlich mal eins von diesen Fahndungsplakaten gelesen? Ja. Ich meine genau gelesen. Mhm. Selbst bei der höchsten Belohnung steht da tot oder lebendig. Aber Sie geben denen nie eine Chance, was? Wie bei deinem Vater, meinst du? Eben. Und das werde ich auch mit Ihnen machen, wenn es soweit ist. Genau das. Die Sache stimmt nicht ganz. Dein Vater hatte schon eine Chance. Ich habe ihm ja die Wahl gelassen. Mir ist es auch lieber, wenn ich nicht zu schießen brauche, aber leider passiert das nicht oft. Selbst ein Feigling stirbt lieber in seinen Stiefeln, bevor er sich zum Sheriff schleppen lässt. Und dein Vater war kein Feigling. So, und jetzt möchte ich dir einen Rat geben. Ich will nicht, dass du hinter mir bist. Ich will dich direkt vor mir haben, damit ich dich sehen kann. Wenn du diesen Rat nicht befolgst, kann es dir passieren, dass ich dich weit zurücklasse. Sehr weit. Tot? Wenn es sein muss, ja. Da hast du ihn wieder. Sei nicht böse. Ich wollte mich nur unbesorgt waschen können. Deswegen habe ich ihn lieber an mich genommen. Von hier ab ist es ein friedliches Land. Da sollte man sich ein bisschen anpassen, finde ich. Es tut auch der Seele ganz gut. Was haben Sie denn da für Narben? Ich rede nicht sehr gern darüber. Wo haben Sie die denn her? Aus dem Krieg? Naja, vielleicht ist es besser, wenn ich es dir sage. Stell dir vor, es gab mal eine Zeit, da war ich in dieser Gegend hier Sheriff. Das ist lange her. Ach was, Sie sind Sheriff gewesen? Tja, das war ich. 10 Jahre. 10 harte Jahre. Das kann ich mir denken, nachdem wir Sie aussehen. Eines Tages passierte Folgendes. Ein paar Verbrecher tauchten hier auf. Solche Typen wie dein Vater und seine Leute. Da sie sich aber ziemlich ruhig und unauffällig verhielten, habe ich mich nicht weiter um sie gekümmert. Eines Abends standen sie vor meinem Haus. Ich ging vor die Tür und im Handumdrehen hatten sie mir 5 Kugeln verpasst. Sie hatten wahrscheinlich gar nicht mal die Absicht, mich umzulegen. Sie wollten mich nur zum Krüppel machen. Bei der ersten Gelegenheit übergab ich den Sheriffstern meinem besten Freund und ging auf die Jagd. Und das tue ich heute noch. Der Sheriff kann nicht jeden Felsen nach irgendwelchen Verbrechern absuchen, die auf der Fahndungsliste stehen. Dazu fehlt ihm die Zeit. Der hat den Kopf mit anderen Sachen voll, die noch wichtiger sind. Und da habe ich ihm eben die Arbeit abgenommen. Tja, Sie erzählen das auf Ihre Weise. Ja, natürlich. Wollen wir den ganzen Tag hier rumsitzen? Nein. Sie haben also das Gefühl, dass Sie Ihre Arbeit noch nicht beendet haben. So geht's mir auch. Das musst du entscheiden. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause, Jody. Willst du mitkommen? Mitkommen? Ja, zu mir. Du kannst, solange du willst, bei uns bleiben. Unter einer Bedingung. Niemand spricht zu Hause von dem, was ich tue, wenn ich weg bin. Ist das klar? Niemand stellt eine Frage und ich brauche keine Antwort zu geben. Das ist mein anderes Leben. Keiner mischt sich da ein. Hast du verstanden? Okay. Nicht in Ihrem Haus. Also gut. Mrs. Santee kommt. Endlich. John, das ist Jody Deakes. Kümmere dich ein bisschen. Das mache ich. Willkommen, Mr. Santee. Danke. Bob! Wer ist denn das? Mrs. Santee. Willkommen auf der Drei-Pfeile-Ranch. Danke. Ich bin John Crowe. Freut mich. Die beiden siehst du vor heute Abend nicht wieder. Wahrscheinlich erst morgen früh. Ist immer das Gleiche. Selbst dann, wenn er nur ein paar Tage weg war. Komm, jetzt suchen wir erstmal eine Matratze für dich und einen Nagel für deine Sachen. Ich liebe dich. Jetzt darfst du aber nie mehr weggehen. Nie mehr, hörst du? Versprichst du mir das, ja? Versprichst mir. Komm schon, versprich's mir. Na, nein, komm, nicht. Komm, komm. Sam, jedes Mal, wenn du von hier weggehst, habe ich das Gefühl, ich kann das Warten nicht mehr ertragen. Und das wird immer schlimmer. Von Mal zu Mal. Oh. Guten Morgen, Mrs. Santee. Es ist Nachmittag. Lieber sein. Mein Großvater hat mir erzählt, dass früher die besten Indianerponys von hier kamen. Ja? Sie waren ganz berühmt. Und das wollt ihr auch fertigbringen? Ja, wir wollen es jedenfalls versuchen. Eine Herde, die so gut in Schuss ist, findet man nicht oft. Das kostet auch viel Zeit und Arbeit, bis man soweit ist. Wir brauchen nur genügend Zuchttiere, das ist das Wichtigste. Dann haben wir es in ein paar Jahren geschafft. Und das hat Santee selber aufgebaut? Ja, dazu braucht man Mut und Selbstvertrauen. Ja, oder ein schnelles Gewehr. Einer macht so und der andere so. Du sagst es. Hey, John. Jody. Na, Sie haben aber lange geschlafen. Haben Sie sich richtig ausgeruht, hä? Nein, das eigentlich weniger. Kommt rein, trinkt eine Tasse Kaffee. Valerie, das ist Jody Deakes. Jody, das ist meine Frau. Guten Tag, Mrs. Santee. Du kannst mich Valerie nennen. Wir sind hier alle eine große Familie, besonders wenn Sam zu Hause ist. Also, was ist? Hast du Appetit auf einen guten, hausgebrannten Kaffee? Ja, danke. Setz dich darüber. Den kannst du ruhig umlassen. Nicht in Ihrem Haus, Mr. Santee. Ja. Ich habe es mit meiner Frau besprochen und wenn John Crowe auch einverstanden ist, kannst du dich hier wie zu Hause fühlen, solange wie es dir gefällt. Er wäre eine gute Hilfe. Glaubst du? Mhm. Gut. Also abgemacht. Auf die 3 Pfeile. Willst du noch einen Schluck Kaffee? Nein, danke. Wie viel? 2. Hallo? 3. Ach ja. Da fällt mir ein, ich wollte dich noch was fragen. Ihr, ich meine, die Santees und du, ihr redet immer von den 3 Pfeilen. Aber auf dem Brandzeichen und sonst überall sind immer nur 2. Wie kommt das? Ich hab mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. So, das wird halten. Gehen wir noch einen Sprung an die frische Luft? Gern. Okay. Das sehe ich nicht an. Das reicht nicht. Ich hab voll Haus. Hast du Santees Narben gesehen? Ja. Die tiefste hat er im Herzen. Aber die sieht niemand. Und die tut ihm am meisten weh. Ich erinnere mich noch genau, wie es war. Santee begann Land zu kaufen, bald nachdem er zum Sheriff gewählt worden war. Dann hat er mich eingestellt. Wir haben das Land bearbeitet und angefangen, Pferde zu züchten. Damals waren die Santees zu dritt. Deshalb nannten sie den Besitz die 3 Pfeile Ranch. Für jeden einen. Santee, Valerie und ihr Junge. Er war gerade 10 geworden. Der konnte mit Pferden umgehen wie ein Alter. Und er ritt wie der Teufel. Der Junge war Santees ganzer Stolz. Sie wohnten in dem kleinen Anbau hinter dem Gefängnis. Da, wo Sheriff Carter heute noch wohnt. Es geschah in der Nacht, als die Benner-Banditen Santee vor die Tür lockten. Valerie brachte den Jungen auf die Ranch. Und wir haben ihn hier begraben. Santee erfuhr das erst nach Wochen. Seine Frau wollte ihn so lange wie möglich schonen. Als er es hörte, weinte er wie ein Kind. Und er kommt einfach nicht davon los. Er ist der Ansicht, wenn er die Leute damals mit Gewalt aus der Gegend vertrieben hätte, dann wäre sein Junge heute noch am Leben. Er macht sich selbst Vorwürfe. Wir haben alles versucht, aber es hat keinen Sinn. Deswegen muss er manchmal losreiten. Das hilft ihm irgendwie. Das war auch der Grund, warum er sein Amt an Stu Carter abgegeben hat, um in Ruhe auf die Jagd gehen zu können. Zum Andenken an seinen Jungen nennen wir sie immer noch die Drei-Pfeile-Ranch. Aber am Eingang sind nur 2 Pfeile. Über den Türen auch. Und auf dem Brandzeichen. Ich gehe jetzt schlafen. Du auch? Ich bleib noch einen Augenblick hier. Gute Nacht. nicht doch. Komm her, auf damit, Sen, so kommen wir nie weg. Ich war lange genug weg. Valerie. Jetzt? Dass es im Flachland so langweilig ist. Der liebe Gott hatte keine Farben mehr. Er hat sie hier alle aufgebraucht. Ja. Weißt du, wer das war? Ich denke schon. Für das, was du vorhast, triffst du ziemlich schlecht. Ich hab nichts vor, jetzt nicht mehr. Als ich sah, dass der Revolver weg war, dachte ich doch. Naja, weil... eigentlich brauchen Sie mich doch gar nicht auf der Range. Auch wenn Sie und John das behaupten. Ich, verstehen Sie, ich kann doch nicht weiter auf Ihre Kosten leben, ohne irgendwas dafür zu tun. Wenn ich also bleiben will, dann muss ich eben was anderes finden. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich hier ein bisschen übe und das dann besser kann, würden Sie mich vielleicht das nächste Mal mitnehmen und mir noch ein paar Kniffe beibringen? Ich werde mal darüber nachdenken. Die Idee ist gar nicht schlecht. Kommen Sie, Mrs. Santee, bewegen wir die Pferde noch etwas. Jody, ich möchte dir was sagen. Es gibt keine zwei Männer, die gleich sind. Es ist nicht immer richtig, einem anderen etwas nachzumachen. Geh deinen eigenen Weg. Und nimm dir kein Beispiel an anderen. Sag mal, möchtest du eigentlich, dass der Junge genauso wird wie du? Und auch so ein Leben führt wie du, wenn du unterwegs bist? Er hat mehr Einsicht und kann eher verzeihen als die meisten anderen. Aber trotzdem steckt noch ein Rest Hass in ihm. Um den abzubauen, muss er das tun, was er will. Wie soll er das, wenn er bei dir nichts anderes lernt? Ich möchte nicht, dass du ihn mitnimmst, Sam. Ich möchte, dass keiner von euch beiden je wieder weggeht. Vielleicht können wir da anfangen, wo wir damals aufgehört haben. Hast du mal daran gedacht? Ja, Valerie. Ich habe daran gedacht. Es ist hoffnungslos. Ich werde es nie lernen. Natürlich lernst du es. Du machst nur alles viel zu schnell und unkonzentriert. Du musst präziser sein. Tag, Valerie. Tag, Stu. Wo ist Sam? Da drüben. Er gibt Jody Schießunterricht. Auch das noch. Hoffentlich ohne Erfolg. Das Wichtigste ist, dass du dich konzentrierst, verstehst du? Die Bewegung muss genau sitzen. Also versuch's nochmal. Ganz ruhig. Den Arm nicht verkrampfen. Also. Wenn die Dosen da Männer gewesen wären, dann würden die noch leben und du wärst tot. Mhm. Und noch was, Jody, ist sehr wichtig. Lass dich nicht in einen Kampf von Angesicht zu Angesicht ein, wenn du es vermeiden kannst. Das ist nie gut. Und gib, wenn möglich, keinen ungezielten Schuss ab. Du hast vielleicht nur die eine Chance. Jetzt versuch's nochmal. Okay. Und ganz ruhig. Los. Alle Achtung! Leute, die das können, trifft man nicht sehr oft. Hi, Stu. Hi. An Jody Deakes wirst du dich noch erinnern. Jetzt vergesse ich ihn bestimmt nicht mehr. Tag, Sheriff. Was machst du denn hier? Um Valeries Kochkünste auszuprobieren, lohnt sich der Weg. Ach so. Komm rein, trinken wir vorher noch einen. Ich kümmere mich um mein Pferd. Danke. Komm. Also dann Prost. Prost, Sam, auf die alten Zeiten. Du, immer mit deinen alten Zeiten. Wir trinken auf hier und heute. Aufs Jagen, Fischen, Klatsch verbreiten. Ja, da freue ich mich drauf. Wann ist es soweit? In 21 Tagen. Da kommen noch ein oder zwei dazu. Stimmzählen, Vereidigung und so. Wo gehst du denn hin? Ich hole ein paar Eier. Die isst du doch besonders gern. Das finde ich eine gute Idee. Du kriegst alles, was er will. In Grenzen natürlich. Sag doch bitte Jody, ich möchte gern, dass er mit uns zusammen ist. Das tut er doch schon seit Wochen. Naja, ich dachte nur, vielleicht hat er Angst vorm Sheriff und traut sich nicht rein. Komm, setz dich, Stu. Du wirst es mir nicht glauben, aber wie der Junge sich in den letzten paar Monaten verändert hat, ist unwahrscheinlich. Wirklich. Den Eindruck hatte ich auch, als ich euch beide eben da draußen beobachtet habe. Ah, er begreift schnell. Und außerdem entwickelt er auch einen besonders guten Instinkt für Pferde. Das freut mich. Tja, wenn man so einen guten Lehrmeister hat, ist das ja auch kein Wunder, würde ich sagen. Übertreib nicht. Es ist ganz gut, dass wir einen Augenblick allein sind, Sam. Wieso? Ich will Valerie nicht beunruhigen. Du weißt ja, wie sie ist. Was hast du denn da? Das sind neue Fahndungsplakate. Die sind vorgestern reingekommen. Eins ist aus Ellendale County und das andere aus Red Mountain. Die Belohnung ist erhöht worden. Ist anzunehmen, dass die wieder hier durchkommen. Sie wollen wahrscheinlich über die Grenze. Sieh sie dir mal an. Ich finde das ganz besonders nett von Ihnen, dass Sie mich immer einladen. Aber das brauchen Sie wirklich nicht. Die Einladung kommt von Sam. Ja? Aber trotzdem. Sheriff Carter ist ein alter Freund von ihm. Da will ich nicht stören. Du verstehst das anscheinend immer noch nicht, Jody. Ich habe das Gefühl, dir ist nicht klar, wie deine Anwesenheit Sam verändert hat. Seit er nicht mehr Sheriff ist, war er noch nie so lang zu Hause. Wie jetzt, das ist dein Verdienst. Das glaube ich nicht. Doch, du hast eine Lücke in seinem Leben ausgefüllt. Und in meinem auch. Für mich ist es auch eine große Freude, hier bei Ihnen zu sein. Du bist sein Lebensinhalt geworden. Er braucht dich, das spüre ich genau. Und Sie? Ich hab dich ebenso gern wie er, Jody. Weil du so viel für Sam getan hast. Ich möchte, dass er sich wohlfühlt, verstehst du das? Und dass er zufrieden ist. Ja, das möchte ich auch. Also gut. Ich komme gleich rüber. Ich will mich nur schnell waschen und mir ein sauberes Hemd anziehen. Es scheint, dass die ein paar neue Gesichter dabei haben. Den Rest kennen wir. Die haben nur ihre Namen geändert. Aber die Arbeitsweise ist die gleiche geblieben. Ja. Es ist die alte Benner-Bande, wie gehabt. Du hast lange darauf gewartet, dass die Kerle wieder auftauchen. Jetzt ist es soweit. Nein, Stu, es tut mir leid, aber das ist endgültig vorbei. Mein Glück und mein Zuhause sind mir heute wichtiger. Du gehst also nicht mehr auf die Jagd? Nein. Jetzt verstehe ich, warum Valerie einen so zufriedenen Eindruck macht. Ich hab's ihr noch gar nicht gesagt. Verdirb mir nicht die Überraschung, Stu. Großes Ehrenwort. Morgen, Freddy. Morgen, Sheriff. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee? Oh, da sage ich nicht nein. Dieses faule Nest kommt mir vor wie ein alter Hofhund. Der braucht auch so lange, um aufzuwachen. Sei doch froh. Mir gefällt's so. Schön ruhig und gemütlich. Na, es wird einem bestimmt ziemlich komisch vorkommen, wenn, ich meine, wenn jemand anders hier den Stern trägt. Du wirst dich dran gewöhnen. Da kommen ein paar fremde Männer, Mr. Carter. Ist eine öffentliche Straße. Die sind nicht gerade sehr vertrauenerweckend. So? Halt, Benner! Steigen Sie ab! Die anderen auch! Los! Du bist sicher, dass es Benner gewesen ist? Absolut. Die ganze Stadt hat ihn wiedererkannt. Du hast deswegen einen großen Umweg gemacht. Das war sehr nett von dir. Stu war ein Freund von dir. Da wollte ich, dass du es gleich erfährst. Danke. Kommen Sie doch rein und essen Sie mit uns. Vielen Dank, Madame, aber ich muss nach Hause. Das zweite Mal, dass ich gewartet habe, obwohl ich es besser wusste. Ich hätte ihn nicht allein gehen lassen dürfen. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Jetzt begreife ich. Er ist nur hier rausgekommen, um mich darum zu bitten. Hat er es getan? Nein, nein. Hat er erwähnt, dass er Angst hat oder sowas? Nein, er hat nur gesagt, er nimmt an, dass sie hier durchkommen auf dem Weg zur Grenze. Aber wenn er das nur angenommen hat, ich meine, wenn er das nicht genau gewusst hat, dann... Du darfst dir nicht schon wieder die Schuld an dem geben, was passiert ist, Sam. Ich hör auf damit, ja? Ich weiß, was zu tun ist. Bildest du dir wirklich ein, darüber entscheiden zu können, was ein Mann zu tun hat? Du Milchgesicht. Ha? Was weißt du schon davon? Das macht den Mann auch nicht wieder lebendig. In den letzten Jahren habe ich genug Zeit gehabt, um das zu lernen. Sie wissen doch, wer die Kerle sind. Die gleichen, die ihren Sohn getötet haben. Da müssen Sie doch was dagegen tun. Du sagst mir nicht, was ich zu tun habe, mein Junge. Irgendjemand muss das aber tun, wenn Sie es nicht selber wissen. Ich hole jetzt die Pferde. Nein, Augenblick mal. Warte einen Moment. Gestern Abend habe ich ein Versprechen gegeben und das werde ich halten. Ich habe versprochen, dass ich die 3 Pfeile nur noch verlasse, wenn es um Dinge geht, die die Ranch betreffen. Ich finde, dass Sie eine Menge Zeit vergeudet haben, um mir was Falsches beizubringen. Ich weiß es zu schätzen. Es hat dich viel gekostet, das zu sagen. Ich frage mich nur, ob es auch dabei bleibt. Habe ich schon jemals ein Versprechen gebrochen, Valerie, das ich dir gegeben habe? Nein. Darauf habe ich so lange gewartet, Sam. Das brauchte seine Zeit. Ich glaube, du hast seinen Stolz verletzt. Was? Jodys Stolz, meinst du? Was hat er damit zu tun? Ich meine damit nicht seinen persönlichen Stolz, sondern den Stolz auf dich. Ich weiß nicht. Vielleicht tut es einem Mann ganz gut, wenn ihm ab und zu mal wehgetan wird. Komm rein. Sie wollten mich sprechen? Nein, ich wollte Jody sprechen. Wo ist er? Ich habe das Gefühl, du hast mich nicht verstanden. Ich habe gefragt, wo Jody ist. Wo wären Sie, wenn Sie so jung wären wie er? Keine Ahnung. Ich bin nicht mehr so jung. Sein Vorsprung ist einzuholen. Soviel ich weiß, wollte er heute Abend am Mulehead-Pass sein. Das ist doch nicht möglich. Der zieht allein los. Donnerwetter nochmal. Ist das wirklich wahr, John? Ich glaube, für ihn gab es keinen anderen Weg. Das tut mir leid, Sam. Danke, John. Geh wieder an die Arbeit. Du hast heute noch eine Menge zu tun. Es tut mir so leid für dich. Oh, dieser verdammte Junge. Das ist doch... Nein. Das brauche ich. Diesmal lasse ich denen keine Wahl mehr. Wenn Sie es nicht getan hätten, wäre ich gegangen. Was Besonderes. Ja. Hallo, Jungs, beeilt euch ein Idioten. Hat's nicht geklappt? Ach, was ist denn mit dir? Mir schmeckt die ganze Geschichte nicht. Das ist es. Wir sind zu lange hier. Bei manchen Dingen lässt man sich lieber ein bisschen Zeit. Hm? Mir ist anscheinend immer noch nicht klar, dass wir von der Galerie von Fahndungsplakaten verfolgt werden. Über ein paar hundert Meilen. Und wenn uns diese Fetzen erstmal eingeholt haben, kommen wir garantiert nicht mehr unerkannt durch. Dann sind wir geliefert. Hör mal, Benner, wir haben abgemacht, dass wir uns nicht mehr aufhalten, um die Beute zu teilen, bevor wir drüben in Mexiko sind. Stimmt das? So ein Blödsinn. Das ist doch kein Aufenthalt, das ist ein Vergnügen. Reg dich ab, Lenz. Gönn uns doch den kleinen Spaß. Spaß? Mach nicht so einen Wind. Keiner kennt uns hier. Bis jetzt noch nicht, aber das Risiko ist zu groß. Begreifst du das nicht? Benner, Eins möchte ich wissen. Was gibt's in dieser verdammten Spelunke, dass wir nicht angenehmer und in viel besserer Qualität in Mexiko haben könnten? Sag mir das. Nichts, Lenz. Überhaupt nichts. Buenas noches, amigo. Sie hätten mich glatt umlegen können. Wenn du mich verfolgt hättest, wäre das auch der Fall gewesen. Ich war ein bisschen unvorsichtig, weil der Weg ziemlich schwierig ist und da habe ich nur darauf geachtet. Deswegen habe ich... Ja. Aber ich habe alle 6 vor mir. Da bleiben sie auch nach dem, was du hier treibst. Bis in alle Ewigkeit. Wie meinen Sie das? Die Burschen haben die Taschen voller Geld, nicht wahr? Und jeder Mann mit einer vollen Brieftasche will erst mal eine Frau haben. Irgendeine Frau. Und wo findet er eine Frau? Zwischen hier und der Grenze? Woher soll ich das wissen? Ja, stimmt. Das wäre ein bisschen viel verlangt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, dir das beizubringen. Es gibt ein paar Dinge, da macht man lieber selber die Erfahrung. Ja, ist auch wieder wahr. Ja. Kurz vor der Grenze, da gibt's eine Bar, so eine Art von, na, du weißt schon, die heißt Mekka. Und da werden sie wahrscheinlich sein. Also los, nichts wie dahin. Wie ich Benner kenne, nimmt er den bequemeren Weg. Es gibt da eine Abkürzung, die ist etwas beschwerlicher, aber... Ich will's schnell hinter mir haben. Das will ich auch. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Hast du gedacht, ich komme nicht? Das wäre also die ganze Beute. Haltet's Maul. Ganz ist gut. Du meinst abgesehen von dem, was du abgezweigt hast, bevor du es runtergebracht hast. Und wenn schon. Ich habe ja auch die Idee gehabt. Wenn du ohne uns abhaust, wirst du ganz schön in Schwierigkeiten kommen. Schon möglich. Das ist mir aber immer noch lieber, als hier rumzusitzen und zu warten, bis ich geschnappt werde. Ach, Rosita, geh mir. Also, wer von euch kommt mit? Ich nicht. Ich habe noch was Dringendes zu erledigen. Ja, ich auch. Du kannst ja schon vorreiten, wenn du willst. Und du? Ist nicht drin. Ich will mir erst mal einen schönen Abend damit machen. Das finde ich auch. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich lade dich zum Abschied zu einer Flasche ein. Ne? Einverstanden. Die zweite zahle ich. Es sind bloß 3 unten. Die anderen scheinen oben zu sein. Der erste Schuss muss sitzen, Jody. Der erste Schuss. Scheinchen vielleicht. Ja, wir wechseln bei hübsche Scheinchen. Ja. Erst die Ware, dann das Geld. Will ich dir helfen? Lieber nicht. Na komm schon, Mädchen. Kann ich ganz gut. Oh, bist du süß, du. Ich könnte ja am liebsten machen. Na komm schon. Ah, nein. Oh, wenn nicht. Nein, immer. will you do, Jody?